Leute, willkommen zu einem weiteren XDefiant Tipps und Tricks Video. In diesem Video möchte ich euch mit Untermalung eines Gameplays hinterher zeigen, dass die ACR 6.8 einfach das stärkste Sturmgewehr im gesamten Spiel ist, meiner Meinung nach dicht gefolgt von der AK-47. Ich möchte euch gleich eine Runde, wie gesagt, im Anschluss zeigen mit 58 Kills. Ein wenig enttäuschend den Endscreen und was da bei mir als bester Spieler der gesamten Lobby hervorgehoben wird. Da war ich ein bisschen verwirrt mit der höchsten Punktzahl und den meisten Kills, was im Endeffekt gehighlightet wird. Bisschen kurios, dennoch sehr, sehr witzig. Ich zeige euch ganz kurz, was ich gerade spiele für Aufsätze und welche Aufsätze man spielen sollte, wenn alles freigeschaltet ist. Ich sage euch einfach mal, was ich jetzt gerade im Gameplay hatte. Das meiste ist darauf getrimmt, dass ihr relativ schnell im Aim seid, dass ihr schnell zieht, dass es quasi fast einer MP gleich kommt. Ich blende von mir aus gerne schon mal das Bild ein, so wie es die meisten spielen würden, wie es professionelle Spieler wahrscheinlich auch spielen würden. Das ganz, ganz hoch im Kurs. Das meiste auch auf Reaktion getrimmt. Das Einzige, was ich weglassen würde, wäre der Barrel. Ich spiele hier keinen, weil es mir wichtig ist, ein Magazin zu spielen, wo ich eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit habe. Ich spiele gleich das erste mit 5 Schuss extra und 15% Nachladegeschwindigkeit. Diese 15% Nachladegeschwindigkeit, die merkst du sehr, sehr deutlich. Alle anderen Magazine würde ich nicht benutzen, weil du da wieder die Waffe irgendwie verschlechterst. Hier sind es einfach mal 15% weniger Nachladegeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit ist minus 5%. Das macht auch viel aus. Mit dieser Klasse, die ich euch jetzt hier zeige, seid ihr auch relativ flott unterwegs. Und das seht ihr auch im Gameplay. Und auch das zweite Magazin, Nachladegeschwindigkeit, zwar plus 10%. Aber ich würde sagen, hier das erste Magazin reicht völlig aus und du hast null Nachteile. Deswegen den ersten Barrel. Mündung lassen wir sowieso weg. Den Barrel würde ich weglassen. Ich zeige euch trotzdem, was Lightway bewirken würde auf Stufe 37. Du hast eine ADS-Geschwindigkeit zusätzlich von 15%. Das ist echt, echt krass. Aber die Wirkungsreichweite dieser Waffe minimiert sich auf kurze und mittlere Distanz um 10% und die Feuerkraft lässt damit auch deutlich nach. Deswegen würde ich den weglassen und statt dem Barrel unbedingt das Magazin mitnehmen. Ansonsten habe ich gerade den Vorderlauf super Leichtgewicht drin. Da hast du nochmal 10% erhöhte ADS-Geschwindigkeit. Aber hier wird der Front Rail empfohlen. Den würde ich auch nehmen, wenn ich ihn freischalte, weil da hast du nochmal 5%. Du hast ADS-Geschwindigkeit zwar minus 10%, also das gleicht sich quasi aus, du bist quasi wieder bei 0, aber das Positive bei diesem Leder Front Rail ist einfach, dass du im Aim, wenn du quasi anvisierst, nochmal 15% dich schneller bewegen kannst. Das heißt, du kannst schon mal pre-aim und kannst irgendwo um die Ecke irgendwo reinballern. Das macht extrem viel aus. Visier ist klar, Rotpunktvisier würde ich nehmen. Das ist aber eine eigene Präferenz. Wer hier ein 3- oder ein 4-fach-Visier oder das Holo-Visier oder keins nehmen möchte, muss das selber wissen. Für mich ist es nichts. Ich brauche definitiv ein Visier. Der Hintergriff, den habe ich gerade drinne. Wieder ADS-Geschwindigkeit plus 10%. ADS-Stabilität. Rückstoß, Zurücksetzung finde ich nicht weiter erwähnenswert, weil die Waffe standardmäßig schon so stabil und so einfach zu handeln ist, dass das absolut uninteressant ist. Und hier wird empfohlen, der Schnellziehgriff. ADS-Geschwindigkeit plus 10%, Sprint, Schießzeit, auch sehr, sehr wichtig fürs Spiel. Das bedeutet nichts anderes. Du sprintest, du siehst einen Gegner, hältst an, visierst an, wie schnell das alles passiert. Zwischen Sprinten aufhören und anvisieren ist nämlich auch nochmal ein ziemlicher Delay. Deswegen unbedingt schnell ziehen mit reinmachen, wenn ihr es freigeschaltet habt. Und als allerletztes haben wir den Schaft. Da haben wir Lightway drin. Ich habe den noch nicht freigeschaltet. Aber der Lightway bringt schon eine ADS-Reaktionskontrolle und Stabilität von jeweils entweder 10% Rückstoß, Zurücksetzung plus 15%. Den kann man für den Anfang definitiv nehmen, wenn man noch nicht alles freigeschaltet hat. Aber wir gehen mal auf Lightway.
1 runter auf Stufe 39. Man muss schon ein bisschen leveln, aber die ganzen Double-XP-Wochenenden, gefühlt sind die bis jetzt immer da gewesen, kann man relativ schnell leveln. Und ihr seht jetzt gleich in dem Gameplay, ich steige, glaube ich, 5, 6 Level mitten im Game auf. Das seht ihr jedes Mal. Wir haben hier bei dem Lightway-Schaft einfach mal 20% ADS-Geschwindigkeit nochmal obendrauf. Das ist unfassbar krank. Und wie gesagt, meine Runde ist eigentlich echt gut. Ich veräme hier und da, das sieht man auch. Aber dennoch, das ist einfach absolut krass. Ach nein, das waren 20% ADS Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist nochmal fürs Pre-Aim richtig geil, wenn du um die Ecke läufst, wie schnell du läufst. Du kannst dementsprechend schnell hin und her strafen. Das ist ultra, ultra genial fürs Movement. Und hier haben wir eben minus 10% ADS Geschwindigkeit. Das kann man so nehmen, man kann aber auch einfach den so lassen. Dann hast du kein Minus bei der ADS Geschwindigkeit. Aber es gibt Modi, wo das gar nicht so verkehrt ist. Einfach mal schon zu Pre-Aim und einfach mal da reinzugucken in irgendeine Zone, wo sich ein Gegner aufhält. Und wenn du zu langsam läufst im Aim, bist du ein easy Ziel. Deswegen negiert sich hier und da das eine, wo du mehr machst und wo du wieder Minus machst. Zieht euch das einfach mal rein, testet das mal aus. Nicht jeder Aufsatz muss unbedingt so genommen werden. Das ist, wie gesagt, die eigene Präferenz, wer mit den verschiedenen Aufsätzen besser klarkommt. Wie gesagt, ein erweitertes Magazin ist für mich Pflicht, auch wenn die 5 Schuss, die ich jetzt hier mehr habe, nicht einen großen, also den Kohl nicht fett machen, sage ich mal, aber die 15% Nachladegeschwindigkeit, die merkst du einfach. Die würde ich nicht verzichten wollen. Ladies and Gentlemen, viel Spaß jetzt bei dem Gameplay. Das war's schon wieder von mir. Und wenn ihr Bock auf mehr X-Defiant Stuff habt, bleibt am Start, würde ich mich sehr drüber freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Schattenfähigkeit mitmachen.